Ah, ist jetzt unpraktisch. Also hierhin würde sich anbieten, sowohl Ärmchen abzwacken. Obwohl, Ärmchen können wir hier unten abzwacken. Okay, wir zwacken hier unten die Ärmchen ab, bevor die grünen Tränke sie bekommen. Machen daraus blaue Ärmchen und grüne Ärmchen. Hier zwacken wir von da grüne Chips ab, machen daraus rote Chips. Und dann stellen wir hier irgendwo die eigentlichen blauen Tränke her. Okay. Achso, wo ich gerade beim Holzhacken bin. Ein, zwei Leute haben sich gewundert, warum ich Holz hacke. Und nicht einfach die Schrotflinte nehmen und einmal draufhalte, wie wir das in der letzten Welt gemacht haben. Zum einen ist die Schrotflinte momentan noch nicht so wirklich stark. Und zum anderen spielen wir Ditec und nicht Vanilla. Und bei Ditec braucht man doch recht häufig mal zwischendurch Holz. Recht unerwartet. Und deswegen baue ich das lieber ab, als es zu zerstören. Was hat da unten gerade geblinkt? Keine Ahnung. Okay. Muster. Und ersetzen. Zack. Damit wir sowas hier zum Beispiel wegmachen können. Es mangelt wieder am Stahl, ja? Stellen wir alles her. Ja, Stahl. Wo sind meine. Achso, da. Der eine ist nur noch übrig. Du dahin, wir gehen Schleiklaum. Aber das ist doch noch einigermaßen gut übersichtlich und angeordnet, finde ich. Also wenn hier die blauen und grünen Ärmchen hinkommen, da die roten Chips. Das heißt, wir haben den ganzen Platz hier oben ausgelastet für grüne Tränke und hellblaue Tränke. Die lila Tränke sind ja später nur die Alien-Eier. Brauchen also keinen großen extra Platz. Ja, sehr schön. Und das ganze Eisen. Darauf freue ich mich schon, wenn wir das gesamte Eisen da mit irgendwelchen MK8-Chips innerhalb von Sekunden wegnuckeln. Oder halt super effizient mit den MK8-Rosa-Chips da aussaugen. Das wird richtig schön viel Eisen sein. Also kein doofes Erz-1-Außenlager in absehbarer Zukunft. Oh, und ich habe 350 Batterien. Wie soll ich? Ja, Stahl fehlt. Ja, ich sollte eigentlich mal eine ernstzunehmende Stahlherstellung machen und nicht die zwei armen Dinger hier, die irgendwann auch keinen Treibstoff mehr haben. So. Ja, 13 Tränke, das ist lachhaft. Aber na gut. Alles voll mit Stein, sehr gut. Also noch eine Reihe für Stahl zum Beispiel. Mäh, mäh. Weiß nicht. Momentan kommen wir so ja einigermaßen klar. Prioritäten. Ich hätte gerne erstmal davon ganz, ganz viele. Damit ich hier alles umbauen kann. Genau, weil da meckert schon wieder einer. Du weg, du weg, du weg. Du weg. Sehr schön. So, hier kommen die roten Chips hin. Später, sobald ich Lenfel habe. Und Lenfel braucht Stein. Da waren wir doch gerade bei Kisten voll mit Steinen, ne? Genau hier. Die können wir uns mal mopsen. So, ein, zwei Stacks davon. Und Lenfel herstellen. Da, das sollte eigentlich schon reichen. Wir wollen ja nur hier und da und da und da und so ein bisschen. Ups. So. Ja, okay. So, aus grünen Chips rote Chips machen. Dafür brauchen wir auch wieder Draht, richtig? Bräuchten wir Kupfer. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, irgendwo hier die roten Chips herzustellen, weil wir uns sowohl Draht hier klauen können, als auch die grünen Chips. Aber nee, ich denke, ich werde wahrscheinlich nochmal hier einen Splitter hinbauen. Dann unterirdisch das Kupfer nach da hinten bringen und da dann nochmal Draht herstellen lassen. Was ein wenig unpraktisch ist, aber na gut. Hier wird sich anbieten. Ja, mach mal hier bitte wieder unterirdische Dinge. Na, ich habe keine unterirdischen Belts und ich habe kein Eisen. Gib mir bitte Eisen. Oh. Unterirdische Welts. Mehr. Ich brauche die immer wieder. So, das heißt, warte mal. Da gehst du runter.
Da gehst du runter, da gehst du hoch. Da kommt ein Splitter hin. Du gehst darum, darum, darum weg. Unterirdisch raus. Unterirdisch raus. Dazwischen gerade. Ja, doch, hat was. So, und dann gerade, gerade. Unterirdisch. Und hier kommst du jetzt raus, um da das Ding nachher zu versorgen. Okay. Dafür brauchen wir wieder ein paar Fabriken. Oh, wir haben ganz viele schnelle Fabriken über, in Anführungszeichen. Das ist komisch. Brauchen wir denn irgendwo was Schnelles? Ich glaube, es hapert einfach nur eine Eisenversorgung. Das wird nicht wirklich schneller, dadurch, dass wir schnelle Fabriken hinstellen. Die Zahnräder wollten wir doch eigentlich puffern, oder? Haben wir es woanders gemacht? Da haben wir das gemacht. Ja, puffer mal ein bisschen mehr. Gib mir mal 100 davon. Ja. Mauern werden gerade nicht hergestellt. Warum nicht? Weil ich kein Rezept dafür gemacht habe. Okay, bitte bestell Mauern her. Und dich beschränken wir auf 4. Weil Stein häuft sich ja doch ein wenig jetzt. Ihr da unten, ihr braucht noch Module. Da. Wir werden jetzt richtig schön Smog herstellen. Fällt mir gerade auf. Was sagt die Karte? Karte sagt, noch ist alles super. Aber wir haben ja auch das grüne Feld da. Mit unseren Bäumen, die ich regelmäßig stutzen und neu sehen sollte. Mache ich jetzt mal ganz kurz. Unser Werkzeug wird ja wohl halten, ne? Ja, ist eine Stahlpicke. Das haut schon hin. Oh, und wo ich die Kiste gerade sehe, kann ich mein Holz mal da auslagern. So. Weg, 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 weg. So, 48 Resin. Das dürften gut viele Bäume werden. Genau, 48 nehme ich. Grüne Tränke sind immer noch zu langsam. Och, Menno. Seid ihr nicht langsam mal schnell? Oh. Es ist nicht mehr genug Erz. Das ist eine unerwartete Entwicklung. Das Fließband ist nicht durchgehend voll, also sind oben die Dinger noch nicht ausgelastet und ich komme hier immer noch nicht durch. Ja. Also in den nächsten Folgen werde ich mich eine Aufnahmesession damit beschäftigen müssen, das hier anders zu machen. Bis dahin brauchen wir mehr Eisen. Bitte bau Drills und bitte setz in alle Drills die da rein. Wir brauchen jetzt auch mehr Strom, ne? Oder? Mehr Pollution und 60% mehr Strom. Was sagt unsere Stromversorgung? Geht so. Das hätte ich mir eigentlich besser vorgestellt, jetzt wo wir 5 MK3 Steam Engines haben. Aber okay. So, du da hinten bist schon mal effektiver, das ist gut. Ich brauche noch mehr Module, dafür fehlt Eisen. Eisen kann ich mir doch jetzt auch hier klauen, oder? Nee. Es wird alles verbraucht. Stimmt eigentlich. Kommt das überhaupt ganz unten an? Ein bisschen, ne? Ja, grüne Chips kriegen so gut wie nie Eisen ab. Aber irgendwann wird sich das hier stauen und dann kommt das Eisen durch, stellt einen grünen Chip her und dann produziert das Ding wieder. Ja, keine wirklich reibungslose Maschine, aber sie funktioniert. Trotzdem brauche ich Eisen. Sehr unpassend hier. Da ist Eisen. So, her damit, her damit, her damit. Also ich stock die Maschine jetzt noch mehr, was soll's, es geht um mich. Ich brauche Eisen. So, dafür brauche ich Eisen. Ja, also Modulfabriken kommen auch bald. Ich weiß noch nicht wann. Und in den Dingern hier hinten jetzt MK1 Speed-Dinger reinzupacken oder Multi-Dinger reinzupacken, bringt gar nichts, weil da unten oben kommt gar nichts an. Wenn dann hier unten ihr beiden. So. Na komm, dich noch. Na komm, na komm. So. Ja,
Das müssen wir also regelmäßig machen. Wir müssen immer zwischendurch gucken, was mit dem Strom hinhaut. Wie wir den Strom dann erweitern, weiß ich auch noch nicht. Also ja, wir könnten einfach noch eine Reihe davon bauen, aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das so in der Konstellation reicht. Alternativ könnten wir, wenn wir das ganze Ding hier eh umbauen und wenn wir mit den Tanks arbeiten, beides zu Primary-Dingern machen und beides mit dem guten Wasser laufen lassen. Weil es müsste nicht mehr zu Ausfällen kommen, wenn wir mit den Tanks arbeiten. Das ist mir ein bisschen zu unsicher. Aber wir können das Ganze um noch eine Reihe erweitern. Also wir können einfach den hier Ärmchen hinmachen, die nach da das reinlegen. Und dann, ja, das klingt gut, das klingt echt gut. Mach mal das hier leer. So, dich weg. Dich gerade. Dann ist das hier weiterhin unser Backup-Bereich. Du kannst, glaube ich, inzwischen weg. Du kannst auch weg. Ja. Dann ist das in der Mitte hier weiter unser Backup-Bereich. Das läuft mit dreckigem Wasser und wird auch immer laufen, weil es halt keinen Strom braucht für die Säuberungsfabrik. Und links und rechts kommt dann jeweils eine Reihe mit den MK3-Engines oder welche MK-Stufe wir auch zu dem Zeitpunkt benutzen. 4, 5, 8, was auch immer. Die kommen dann links und rechts daneben. Das heißt, ich könnte jetzt mal die Dinger hier hinsetzen. So lange, bis wir die ganz tollen haben. So. Die bekommen dann jeweils auch nochmal Boiler. Erstmal die alten. So. Und dann bekommen die sauberes... Doch da. Sauber... Nee, von da sollten wir es nicht abzwacken. Wir sollten es, wenn, von hier unten irgendwo abzwacken. Guck gerade nach Lücken im System, die ich ausnutzen könnte. Ja, weil hier kommt fast gar kein Wasser mehr an. Das ist nicht sehr schön. Braucht wahrscheinlich MK5-Pipes, um die MK3-Dinger... Ah, das sind MK2-Boiler. Daran könnte es liegen. Ich brauche jetzt echt MK3-Boiler. Da brauche ich viel zu viele rote Chips für. Ja, das gucken wir später. Ärmchen. Ärmchen, 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 Ärmchen. Ärmchen. Wie kriege ich da jetzt das Wasser hin? Ich glaube, es führt nichts dran vorbei. Ich werde jetzt in der nächsten Folge das hier alles wegmachen. Dann haben wir kurzfristig gar keinen Strom. Das ist nicht gut. Kein Strom ist nicht gut. Wir haben hier unten Platz, richtig? Ich komme hier nicht durch. Mach mal kurz das Rohr da weg. Mach das MK3-Rohr da wieder hin. Also wir haben hier unten Platz, richtig? Hier kommen die Lasertürme später hin. Ein paar zumindest, falls da mal ein Zwischenfall ist. Aber der Platz hier oben ist frei. Vor allem ist das hier auch frei. So, das heißt, wir könnten hier Pumpen hinstellen, Fabriken hinstellen, die Wasser produzieren und das dann von hier aus weiterleiten. Alternativ haben wir jetzt auch die besseren Untergrundbelts da. Da brauchten wir einfach nur Eisen für. Mal wieder. Und dann können wir die Eisenlinie da unten mit dem Roheisen irgendwo anders langlaufen lassen, wo sie nicht im Weg ist. Was ja schon mal ganz praktisch wäre, ne? Nimm Eisen. Ich brauche meine Untergrundpipes schnell. Untergrund. Ne? Dinger da. Schnell. 52 Eisenplatten. Wollt ihr mich veräppeln? Wie viel habe ich? 28. Nee, komm. Ich hole mir das woanders. Also ja, das, da werde ich keinen Weg dran vorbeifinden. Und dann haben wir später 10 Primary MK3 Engines. Und das sollte genug Strom bringen, auch wenn wir mit den Productivity-Modulen arbeiten. Weil die ziehen halt recht viel Strom. Wo ich gerade hier bin, nehme ich auch noch Stahl mit. So. Noch mehr Eisen. Okay. Das reicht trotzdem für nicht besonders viele. So. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Jetzt muss ich hier wieder durch. Wo lässt mir das Eisen jetzt am besten langlaufen? Am besten mache ich hier schon einen Knick nach oben.
gehst du hier nach oben. Gehst hier mit einem normalen Belt runter, mit einem normalen Belt raus. Gehst hier mit einem normalen Belt runter, da raus. Da runter, da raus. Und da kommt dann das lange Belt-Ding hin. Gut, also hoch. Völlig falsch. Darum. Da lang. Und ich habe kein Bau, aber der stinkt normale Fließbänder. Dahin. Kann ich da hingehen? Nein. Warum auch? Und genau deswegen habe ich den grünen Trankkomplex da oben so richtig schön weit gemacht. Damit sowas wie hier nicht passiert. So, du. Wo sind meine Schnellen da? Und es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Okay, das regle ich anders. Das regle ich so. Weil die Backup-Dinger brauchen eh nicht so viel Strom. Das heißt, du kriegst jetzt ein ganz normales, doofes Untergrundding dahin, dahin. Dann gehe ich jetzt einmal um das ganze Teil rum. So. Komm denn da raus, da lang. Okay, 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 okay. Und so kommt unser Eisen dann später. Dum, 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 dum. Hier runter. Da Kurve. Und da dann irgendwann an. Was für ein Heckmeck. Nein, ich will keine Kohle hauen, danke. So, da haben wir unser ganzes Eisenerz. Und das hier unten können wir alles wegmachen und dann in der nächsten Folge werde ich mich dieser Sache annehmen. Ich sollte es möglichst so machen, dass es zu keinem Stromausfall kommt. Aber ich weiß noch nicht wie. Ich werde einfach nach und nach Sachen rausrupfen müssen und gucken, dass der Turm nicht umfällt. So ein bisschen wie Jenga. Und wenn doch was umfällt, dann stelle ich ihn ganz, ganz schnell wieder auf und dann gucke ich, wo ich was anderes rausrupfen kann. So lange, bis das hier einigermaßen gut funktioniert. Also, bis gleich. Mal gucken.